Diesmal habe ich mir überlegt, dass ich mit der Vector unterwegs sein, rumlaufen will. Weil das einfach eine Geschwindigkeit hat von 8, was schneller ist als alle anderen. Das heißt, wenn man läuft an sich so, dann, dann hat man schon mal einen Vorteil. Allein von der Geschwindigkeit, so viel kriegst du mit dem Messer auch nicht hin, glaube ich. Vielleicht nur, ja, mit Granate und so. Okay, ich bleib hier einfach stehen. Komm schon, den wollte ich doch haben. So kann man es auch machen. Ist ja jetzt nicht gerade so daneben. Was vielleicht ein bisschen verrückt ist, ist mit der Vector hier wirklich offen reinzugehen. Ja genau, schießen einen brennenden Mann auch noch ab. Das hilft dir auch sehr viel. Okay. Nein, das ist das Problem bei der Vector. Okay. Ich bin trotzdem noch im oberen Bereich damit. Sag mal, was ist denn das für ein Sniper da oben? Hüpft da rum wie so eine Jolo und dann kriegt er nichts auf die Reihe. Willst du dir nicht ernsthaft sagen, dass er den anderen platt gemacht hat, nachdem er mit zwei Leuten erstmal drauf geschossen haben? Hm. So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Wieso? Mann. Vergessen nachzuladen. Headshot. Flamme. Manchmal läuft's gut, manchmal läuft's schlecht. Ich bin siebenmal, hab sieben Kills, bin aber schon fünfmal gestorben. Hier, mir hilft's nicht, wenn ich 50 Kills habe und dazu 40 mal sterbe. Die Statistik dafür immer noch schlecht. Wow, ich habe den mit der Granate gekillt. Das ist natürlich jetzt Abfuck pur, aber ich muss hier weg. Och, komm. Genau. Ja, genau. Genau das hat mir jetzt noch gefehlt, dass mir einer da hinterher rennt und mir dann noch ein Messer in den Rücken rammt. So. Wow. Hey, hey, wo, komm. Hauptsache auf irgendwen geschossen. Auf Freund oder Feind interessiert in dem Moment nicht. Nein! Der war, hatte wieder die UPS 45. Das gibt's doch nicht. Nate Kill. Schon wieder derselbe. Sag mal, mag der es irgendwie auf Granaten zu stehen oder so? Stellt er sich da freiwillig drauf? Hm. Da hätte ich sowas gebraucht wie eine Schrotflinte. Wenn man das vorher wissen würde, dann hätte ich auch schon längst eine Schrotflinte. Wobei ich da gar nicht so gut mit umgehen kann. Von daher... Hm, war ein bisschen schnell. Ich sollte vielleicht mal irgendwie... AK-103, habe ich nicht dieselbe? Ich hätte nicht aufhören sollen zu feuern. Das Problem ist bei der Vector eben die 20 Kugeln. Da sehe ich immer noch den Knackpunkt drin, dass das nicht funktioniert. Bei mir. Weil ich brauche meine... Ich brauche alle meine Kugeln. Ach, komm schon. Ist das dein Ernst? Dann erschieß mich doch wenigstens richtig. Das kriegst du nicht richtig hin. Da muss der andere noch von hinten helfen und einer von der Seite, dass das... Also... Manchmal glaubt man echt, man hat es hier mit absoluten Anfängern zu tun.
meine, 16 zu 12, das ist ein schönes Ergebnis für mich, aber es ist traurig für die Gegenspieler. Ich sollte nicht andauernd in Granaten reinlaufen, weil ich so tun kann, als würde es mir nicht so viel tun. Hat er gerade zwei eher nacheinander erledigt? Wirklich? Muss das sein? Ich hoffe mal, ich komme damit weit genug. Auf jeden Fall habe ich einen mit der Granate getroffen und dann noch in die Luft gejagt. Hätte den nicht einer in diesem Moment mal voll eine Breitseite in den Kopf jagen können? Das wäre irgendwie hilfreich gewesen. Den habe ich doch gesehen. So, und jetzt gibt mir einen Moment. Nein! Mission failed. Our units have been eliminated. 18, 9, 15. Das war jetzt am Schluss ein bisschen blöd, aber zwischendurch war es ganz gut. Also von daher...